Willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen fünften Spieltag in der Oberliga Nord zwischen unserem ersten FC Lok Stendal und unseren Gästen vom Charlottenburger FC Hertha 06. Im Sport geht es immer weiter, auch und besonders auch im Fußball. Und wir müssen positiv bleiben. Der Endstand im heutigen Spiel 1:3, also Charlottenburg gewinnt 3:1 hier im Hölzchen. Und das Ganze vor 347 Zuschauern. Ich begrüße beide Trainer, den Gästetrainer Murat Tick und unseren Trainer Sven Körner. Und möchte auch den Gästetrainer als erstes bitten, das heutige Spiel, also den Sieg seiner Mannschaft, einzuschätzen. Danke erstmal für die Glückwünsche. Wir haben, erwähne ich Woche für Woche, wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wir haben einen großen Aderlass im Sommer gehabt, müssen hier 19 Spieler integrieren und teilweise auch Spieler, die schon erst aus der U19 kommen und hier sofort Oberliga ins kalte Wasser reingeschmissen werden. Aber ich finde, meine Mannschaft macht es von Woche zu Woche überragend. Auch heute, wir haben Stendal auch beobachtet, wir haben viele Videos geguckt, wir wussten um die Gefährlichkeit. Ich habe der Mannschaft gesagt, sie haben zwar 0 Punkte, aber man muss einfach sehen, gegen welche Gegner man gespielt hat und wie die Spiele auch verlaufen sind. Ja, dass es nicht so entscheidende Niederlagen waren, sondern immer wieder auf der Kippe waren, hätte auch andersrum ausgehen können. Deswegen waren wir auch vorgewarnt mit der Mannschaft. Und ich finde, meine junge Mannschaft stand in der ersten Halbzeit gut, kompakt. Wir wussten, dass Stendal immer wieder über die Außendiagonalbälle auf die vorderen Außen spielt und dann mit den Außenverteidigern hinterläuft. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir haben es gut zugestellt, haben natürlich nach vorne nicht so gut agiert. Das haben wir nochmal angesprochen in der Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit war das dann halt ein offener Schlagabtausch. Viele lange Bälle von Stendal, die wir eigentlich überwiegend gut verteidigt haben. Wenn wir unsere Konter besser setzen würden, dann würde man das Spiel hier vorher schon entscheiden. Ich denke, am Ende war das ein verdienter Sieg von uns und wünsche Stendal alles Gute für die Zukunft. Ich glaube schon, dass diese Mannschaft da unten rauskommen wird. Ja, danke schön, Muratik, für diese Einschätzung und ich gebe gleich weiter die Mikrofone an unseren Trainer Sven Körner. Ja, ich muss erstmal tief durchatmen, weil ich bin emotional ganz schön ergriffen und da muss man versuchen, ruhig zu bleiben. Aber erstmal Glückwunsch an Murat Tick und seine Mannschaft zum verdienten Dreier. Definitiv ist es so, dass wir in der ersten Halbzeit ein ansprechendes Spiel gemacht haben, aber trotzdem in der Situation, wo wir uns befinden, müssen wir da viel, viel mehr Emotionen reinlegen und viel mehr Leidenschaft. Und das habe ich so ein Stück weit vermissen lassen auch. Und wir haben zwar klar auch Torchancen uns erarbeitet nach Ballgewinnen, aber hatten eben auch, hat gesehen, dass wir so ein bisschen Angst hatten, eben auch das Spiel mit Tempo zu gestalten. Und daraus natürlich dann auch ordentliche Angriffe zu fahren, haben uns dann teilweise auch dann zu viel versteckt im Spielaufbau und haben eben dann aus dem Ballbesitz heraus dann auch leider zu wenig gemacht, sondern viel zu viele lange Bälle geschlagen und bekommen dann eigentlich in der Phase, wo es für uns gut läuft, wo wir das Spiel völlig unter Kontrolle haben, einen langen Ball hinten rein in einen Raum, der von uns nicht verteidigt wird, wo aber trotzdem jemand eine Info geben muss, dass der Raum geschlossen sein muss und definitiv ist es so, dass wir das einfach nicht gut verteidigen. Und wenn man mal unsere Gegentore anguckt, wir reden immer davon, wir brauchen Stürmer. Ja, wir brauchen Stürmer, aber wir müssen erstmal gut verteidigen, weil das ist die absolute Basis, das eigene Tor gut zu sichern. Und wir machen in der ersten Halbzeit einen Fehler und der führt gleich zum Tor. Hertha hatte, glaube ich, 1,5 Chancen. In der ersten Halbzeit und wir hatten zwei gute, dann müssen wir ein Tor machen und wenn wir ein Tor machen, dann spielt sich das auch ein bisschen einfacher, aber wir machen das halt nicht, ja, sondern wir schenken es dann zu einfach her. Man kann nicht über 90 Minuten alles verteidigen. Dann kriegen wir in der zweiten Halbzeit oder in der Halbzeit haben wir besprochen, dass wir mutiger sein müssen, dass wir das Spieltempo erhöhen müssen, wir Spielkontrolle brauchen und dann sicherlich auch unsere Chancen bekommen. Dann kriegen wir aber auch zu einfach das 2-0. Und auf einmal geht ein Ruck durch die Mannschaft. Auf einmal ist Emotion drin, auf einmal spielt man viel mit langen Bällen, ist man gefährlich, ja, kurioserweise. Also wir wollen ja immer versuchen, viel auf Ballbesitz oder Spielaufbau auch zu gehen, aber
anscheinend ist das nicht so das richtige Mittel. Da muss man wahrscheinlich viel mit langen Bällen vorne reinarbeiten, weil wir haben Hertha richtig hinten reingedrückt. Haben vielleicht jetzt nicht so ganz Klares gehabt, aber wir machen dann noch den Anschluss vielleicht zu spät. Und es ist auch ganz normal. Wir haben dann nachher mit zwei Mann hinten verteidigt, dass dann Hertha dann Räume kriegt und auch das Spiel dann oder das Tor vielleicht dann auch noch zum 3-1 macht, was völlig scheißegal ist, naja. Aber ich bemängle einfach, dass meine Mannschaft zu emotionslos spielt, zu leidenschaftslos und dass wir da uns, wenn wir einen Zweikampf gewinnen, dass wir uns da feiern, dass da eine richtige Physis auf dem Platz ist, dass wir den Gegner damit einfach mal auch überwältigen und auch überdrücken und das machen wir nicht. Natürlich haben wir auch eine junge Mannschaft, ist mir aber scheißegal, ob die jung ist, sondern wir wollen da draußen auf dem Platz Emotionen haben und das war leider heute zu wenig und dann muss man auch sagen, dass die Niederlage dann auch leider verdient war und wir jetzt für die Zukunft einfach hier gucken müssen, dass wir viel Emotion reinbringen und das ist die Mannschaft schuldig. Danke. Ja, danke Sven Körner. Gibt es Fragen von der Presse an beide Trainer? Ja, das stimmt. Gut, wann habe ich ihn eingebracht? 55, 60. Minute? Also erstmal muss man sagen, kann man so einen Jungen nicht verheizen. Ne? Also der hat jetzt hier schon viele Spiele gemacht und ich halte viel von dem. Ja, er hat auch gute Sachen gemacht. Der Chris hat auch in der ersten Halbzeit ein paar gute Offensivsachen gemacht und er hat heute den Vorzug bekommen, weil Niklas Buschke war ja nun heute leider privat verhindert, was aber schon lange geplant war. Niklas entscheidet ja auch Spiele mit einer Einzelaktion, aber der Chris hat dann heute den Vortritt bekommen, weil er halt, er hat gute erste Kontakte, hat eine ordentliche Ausbildung, hat einen guten Zug zum Tor, kann auch 1-gegen-1 am Flügel gehen. Aber es ist natürlich dann, wenn ich mal von Anfang an spiele, muss dann natürlich ein Stück weit noch mehr kommen. Und Maurice hat dann nachher das gut gemacht, als er reinkam und hat auch Druck gemacht. Man weiß ja nie vorher, wer jetzt das perfekte Puzzleteil ist. Daher schwierig. Oh, gute Frage. Mann des Spiels. Ja, ich glaube, Alian Ayvaz, der Zehner, hat ein überragendes Spiel gemacht, macht auch ein überragendes Tor. Ansonsten war das, denke ich mal, eine gute geschlossene Mannschaftsleistung, ja, von meiner Seite. Die beiden Außen, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, sind 19, ja, die kommen aus der U19, der eine von Viktoria, der eine von Tennis Borussia und was die Jungs hier spielen, ist schon überragend. Also ich bin stolz auf die Truppe. 10 Punkte haben wir, die kann uns keiner mehr nehmen. Ja, aber wir müssen halt sehen, dass wir Woche für Woche weiterarbeiten. Es werden mit Sicherheit auch mal schlechte Zeiten kommen. Ja, wir müssen halt nur die Ruhe bewahren und uns weiterentwickeln als Mannschaft. Und dann denke ich mir mal, dass wir hoffentlich am Ende der Saison unser Ziel, nämlich den Klassenerhalt, schaffen. Danke. Ja klar, man muss immer damit rechnen, gerade in so einem Hexenkessel, also es ist ja ein enger Platz, die Zuschauer sind nah dran, haben gut Stimmung gemacht, ja, und als junge Mannschaft kann man da schon mal den Faden verlieren. Ja, aber das ist ja gerade das, was ich ja erwähne, dass die Mannschaft das sehr, sehr gut gemacht hat, dass sie ruhig geblieben ist vor allen Dingen, ja, dass sie sich nicht auch provozieren lassen hat oder so. Ja, das ist schon erste Sahne gewesen und das hatten wir auch vor dem Spiel angesprochen. Und das haben, wie gesagt, das haben die sehr ordentlich gemacht. Und zweite Frage, wie wichtig ist das Spiel im Hinblick auf TB? TB ist eine andere Welt, interessiert mich gar nicht. Ja? Wir haben hier gewonnen, wir haben Stendal auf Distanz gehalten, wir müssen gucken. TB ist natürlich ein Highlight für uns, ein Charlottenburger Derby für die Jungs auch, aber da erwartet keiner einen Sieg von uns oder so. Ja? Wir gehen rein in das Spiel und liefern ab, mal sehen, was da am Ende rauskommt. Wir wollen erstmal den Sieg heute genießen. Ja? Wir haben noch Zeit. Okay, dankeschön. Hier im Hölzchen geht es weiter am 30. September im Heimspiel dann gegen die TSG Neustrelitz. Unseren heutigen Gästen wünschen wir natürlich guten Heimweg. Und hier im Hölzchen heißt es eben weiter hart arbeiten und wir müssen versuchen, positiv zu bleiben. Tschüss. Thank you.